Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Menschen im Saal, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Menschen an den Datenendgeräten. Jetzt von mir eine etwas andere Rede, als die anderen sie gehalten haben. Bargeld ist der Inbegriff der individuellen Freiheit. Wenn ich Bargeld habe, dann kann ich darüber bestimmen, welches Buch ich mir kaufe, welche Arzneimittel ich mir kaufe, überhaupt was ich mir kaufe, mit wem ich in Geldtransaktionen trete, ohne dass es irgendjemand sieht, ohne dass es irgendjemand kontrolliert. Und das ist ein Grundpfeiler unserer freien Gesellschaft. Die Bargeldkarte, die jetzt eingeführt werden soll, ist so gesehen schon revolutionär. Weil es ist ja nicht nur die Karte, die wir alle kennen, sondern es steckt ja dahinter die Kontrolle und sozusagen die Sanktionen sind ja mit eingebaut. Ich kann nur so und so viel Geld abheben, ich kann das und das und das nicht damit kaufen, ich kann kontrolliert werden, wer die Karte hat, kann ja dann sehen, aha, die Person hat es dafür ausgegeben. Und das ist schon ein, ich sag mal, mittleres Beben in einer freiheitlichen Demokratie, in einer freiheitlichen Gesellschaft. Jetzt ist es natürlich so, dass die AfD und wahrscheinlich auch andere in diesem Saal sagen, naja gut, es geht ja nur um die Ausländer, die Asylbewerber, es geht ja nicht um mich, es geht ja nicht um meine Freunde und meine Bekannte, es geht ja um die. Und es wurde ja auch offen gesagt, denen soll es schlechter gehen, die müssen wir ja kontrollieren. Aber die Bezahlkarte, und wenn Sie Herrn Maloney genau zugehört haben, ist ein Einstieg in eine neue Sozialordnung, hat er gesagt. Es ist der Einstieg in eine Kontrolle, wo der Staat kontrollieren muss, wenn er Sozialleistungen gibt. Nun kann es ja sein, dass Sie vielleicht Herrn Maloney nicht glauben. So ein Stadtrat muss ja nicht allzu viel zu sagen haben im Land. Aber wenn man jetzt ein bisschen weiter guckt, da steht zum Beispiel der Herr Maximilian Mörseberg, von der CDU im Bundestag hat gesagt, dass in Zukunft die Bezahlkarte doch auch für Bürgergeldempfänger gelten soll. So, der Herr Pilsinger von der CSU hat noch einen draufgesetzt und hat gesagt, dann die Bürgergeldempfänger, die eine Bezahlkarte haben, die sollen doch bitte dann aber mit dieser Karte keine Zigaretten und keinen Alkohol mehr kaufen können. Genau das ist die Kontrolle, die dann Herr Maloney gerade angesprochen hat. Und wo wir schon mal bei der FDP sind, ein Herr, wie heißt er denn? Leon Köhler von der sächsischen FDP hat die Frage gestellt, ob man denn die Bezahlkarte dann nicht auch gleich auf alle staatlichen Leistungen ausdehnen solle. So, die Bezahlkarte für Asylbewerber, das ist ein Scheingefecht, das ist ein Präzedenzfall. Wir öffnen die Büchse der Pandora damit. Ja, wir haben dann nämlich die Karte und dann kann man nämlich sagen, wir dehnen es aus. Heute sind es Asylbewerber, aber was kommt denn morgen? Was ist denn mit unter 18-Jährigen? Sollen die nicht eigentlich auch, wollen wir nicht Kontrolle haben, wenn die jetzt eine EC-Karte oder eine Geldkarte haben, dann möchten wir doch auch irgendwie sagen, das und das und das kann man nicht kaufen. Wenn es denn heißt, für alle SozialtransferempfängerInnen, was ist denn dann mit BAföG? Was ist denn dann mit Rente? Was ist denn dann, wenn wir noch weiterdenken? Was ist denn jetzt, wenn wir zum Beispiel sagen, wir müssen ja, wir leben in einer freien Gesellschaft, aber zum Beispiel Mitglieder einer Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, ja, da können wir doch, die können doch nicht mit ihrem Geld machen, was sie wollen. Ja? Also, ich meine, die spenden dann vielleicht oder die fahren Kampagnen oder überweisen Geld ins Ausland. Oh Gott, ja, also das müssen wir doch kontrollieren. So, ich sag Ihnen, heute ist das hier die Asylkarte für die Bezahlkarte für Asylbewerber. Aber es ist die Büchse der Pandora, die wir öffnen. Und ein Satz noch, liebe AfD. So, ich verstehe es nun wirklich nicht. Erstens sind Sie ein halbes Jahr schon zu spät mit der Bezahlkarte. Und dann, ich dachte immer, Sie sind ja die Alternative. Ich dachte immer, Sie machen das anders. Aber nein, um es mal mit Ihren Worten zu sagen, ja, also Sie sind wirklich die Handlangerin der Systemparteien, die ein linksversüfftes Ökodiktaturfaschismus errichten wollen. Und da schwimmen Sie jetzt einfach mit und erkennen.
mal, dass sozusagen den Weg, den wir hier eintreten, dass das ein völlig falscher Weg ist. Meine Damen und Herren, ich als Dissident, ich als Pirat, ich stemme mich gegen alles, was das Bargeld langfristig abschaffen soll. Wir brauchen in einer freiheitlichen Demokratie, in einer freiheitlichen Gesellschaft, brauchen wir auch Freiheiten. Kontrolle ist genau das Gegenteil von Freiheit und deswegen werde ich diesen Antrag, der dann gleich kommt, ablehnen. Dankeschön.